Hallo YouTube, schön, dass ihr da seid zu einer weiteren Folge Adventskalender Haus Nummer 23. Ja, wir nähern uns jetzt echt langsam dem Ende. Ein Häuschen haben wir dann noch, nach dem hier. Und dann ist es auch schon wieder vorbei. Ja, was soll ich euch sagen? Lasst uns einfach anfangen, damit wir fertig werden. Weil ich bin schon ganz heiß, wenn er ganz fertig ist. Also, machen wir das Ding mal auf hier. So. Einmal das ab. Ich hoffe, es läuft alles vernünftig in der Kamera. Das passt nämlich soweit dann auch. Und jetzt können wir uns hier das Schätzchen mal hier auseinanderfricken. So. Ja. Ich musste ja noch ein paar Teile nachbestellen. Die kommen jetzt dann auch in den nächsten Tagen. Also klar war mir schon, okay, die werden nicht vor Weihnachten hier sein. Aber ich habe gehofft, dass sie dann nach Weihnachten kommen. Und dann werde ich alles nochmal komplett vernünftig zusammensetzen. Und mal nachgucken, festmachen, so dass auch nichts mehr auseinanderfällt. Und oh ja, hier sind wieder einige Kleinteile drin. Ich schütte es mal hier vorsichtig aus. So, Achtung. Oh, da bleibt was kleben. Was ist das denn? So. Ab damit. So. Dann die 23 da rein. Schwupp. Weg damit. Unseren Schlepper holen wir mal hier rüber. So, den brauchen wir nämlich jetzt gleich hier. So, und dann schauen wir uns doch mal an, was wir da jetzt alles drin haben. Ich habe wieder keine Ahnung. Allerdings müssen wir vorher einmal umblättern. Also wir haben hinten auf jeden Fall schon mal das Maul, um Anhänger anzuhängen. Das sieht schon mal sehr nice aus. Und dann haben wir zwei Varianten, die wir machen können, um das Maul auch zu schließen. Und ich würde mich dafür tatsächlich für die kleine Standardvariante entscheiden. Also einmal Maul. So, wartet. Da. Ja. Kommt gleich hinten dran. Und dann gibt es hier halt einmal den Verschluss in groß und den Verschluss in klein, damit man hinten halt noch einen Hänger dran machen kann. Jo, und dann haben wir morgen dann das letzte Teil oder die letzten Teile, die wir dann auch soweit anbringen können. Da fehlt mir auch noch ein Teil, das ist leider abhanden gekommen. Ja, was soll ich sagen? Ist halt jetzt passiert und da können wir nichts dran ändern. So, ich würde aber gerne das kleine Teil nehmen, weil es gefällt mir tatsächlich dann doch besser als das große. Und dann schauen wir uns den ganzen Spaß doch mal an. So, also das ist quasi das Teil hier. Das kommt dann hier rein. So, schwupp. Und das Teil jetzt kommt hinten dran. Gucken, wie das hier funktioniert. Nein, 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 nein. Nicht machen, nicht machen, dranbleiben. Och nee, was ist das denn jetzt? Das ist doch Bullshit. Wie soll man das denn da bitte schön dran kriegen? Vernünftig fest, wenn einem gleich der ganze Trecker hier auseinanderfällt. Das ist ja mal totaler Humbug.
So. Das ist ja totaler Humbug, was die Konstruktion angeht in der Baufolge. Also ganz ehrlich, da sprechen wir im Nachgang dann nochmal drüber, wie das mit der Aufbauanleitung hier ist. Also das, und da müssen wir dann auch nochmal uns überlegen, ob wir da nicht Revell anschreiben und sagen, Leute, tut uns leid, aber das ist nicht so. Also ich bin ja jetzt hier nicht derjenige, der überall am Rummosern ist, ne? Wenn es nicht sein muss. Aber ganz ehrlich, das ist Schmarrn. Das ist absoluter Schmarrn und es ist einfach viel zu... Die Teile sind teilweise viel zu klein. Aber dazu dann beim nächsten Mal. So, ihr seht's, da haben wir es angebracht jetzt hier, die Kupplung und die Halterung dafür, dass der Hänger dann einrastet und wir das alles drin haben. Bin ich ganz glücklich drüber und von daher würde ich sagen, das war's auch schon wieder. Ja, die Videos werden kürzer. Morgen gibt's dann nochmal eine Folge. Die Weihnachten, natürlich die Heiligabendfolge, Kalendertor Nummer 24. Und ich muss tatsächlich ganz ehrlich sagen, also da müssen wir mal dann nach Weihnachten drüber reden, wie die ganze Geschichte hier mit Revell mit den Teilen ist. Also ich weiß nicht. Also das letzte jetzt hier gerade, was wir gemacht haben, macht absolut keinen Sinn, es an dieser Stelle dran zu bauen. Das muss vorher dran gebaut werden. Weil sonst fällt einem der halbe Traktor auseinander. Und das macht überhaupt keinen Sinn. Aber darüber sprechen wir dann nach Weihnachten. Genießt die Weihnachtszeit. Morgen dann nochmal Häuschen 24. Bis dahin, euer Kolke. Schön, dass ihr dabei wart. Ciao.